Stelle des Landes, die Interpol war eingeschaltet, doch die Spur zu den Tätern hat ein aufmerksamer Postler gefunden. Einen verdächtigen Koffer samt Fingerabdrücken. Kriminalistische Profiarbeit hat schließlich zu den Tätern und zum millionenschweren Beutestück geführt. Stargeiger Christian Altenburger hat seine Stradivari wieder und Eva Koresch hat ihn besucht. Zehn Tage lang mussten diese Hände ruhen. Nicht nur, weil die liebste Geige fehlte, auch die Muse war nicht da. Jetzt wird wieder täglich gespielt. 4 Stunden sind für den Geigenvirtuosen Christian Altenburger ein guter Schnitt. Wenn man also jetzt 10 Tage überhaupt nicht spielt, es geht sehr schnell bergab in unserem Geschäft. Also wenn man nicht regelmäßig, die Regelmäßigkeit ist das Wichtige. Wenn man jetzt also zum Beispiel auch bei der Planung eines Urlaubs. Wenn ich einen Urlaub plane, weiß ich, 3 Wochen ohne Geige, dann muss ich mindestens noch mal 2 Wochen einplanen, um wieder zurückzukehren. Das ist so wie im Spitzensport oder so vergleichbar. Nicht? Das geht sehr schnell, die Finger verlieren Kraft und man verliert die Hornhaut an den Fingern, es tut alles weh dann und so. Es ist eine doch hochkomplizierte Tätigkeit. Seit Mittwoch ist Christian Altenburgers Stradivari wieder in seiner Obhut. Das 300 Jahre alte Instrument wird auf 2,5 Millionen Euro geschätzt. Noch am selben Abend ließ der Musiker das für ihn unersetzbare Stück von seinem Geigenbauer begutachten. Man konnte bei der Untersuchung feststellen, dass Gott sei Dank ist nichts passiert. Es gibt dann ein paar ganz kleine Brandflecken von dem Aufschweißen des Tresors, aber das sind... Erstens kann man das restaurieren und das ist auch, tut dem Klang und dem Wert des Instrumentes keinen Abbruch. Und nachdem das sicher war, wollte ich sie erstmal jetzt gut untergebracht wissen und. Bereits wenige Tage nach dem spektakulären Diebstahl fällt bei der Post ein mit Klebeband verschlossener Koffer auf. Altenburgers Reisekoffer, vollgepackt mit Diebesgut. Auf dem Klebeband werden Fingerabdrücke gefunden und mit der polizeilichen Datenbank abgeglichen. Tatsächlich finden die Ermittler in der Kartei den Fingerabdruck. Verdächtigt wird ein in Wien lebender Georgier ohne festen Wohnsitz. Verdeckte Fahnder machen sich mit Fotos des Mannes auf den Weg und haben Glück. Sie beobachten das mutmaßliche Mitglied einer Einbrecherbande beim Betreten eines Wohnhauses. Wir sind dann auf die Adresse gekommen, aufgrund eines richterlichen Hausbefehls hinein, haben 3 weitere Personen eingesperrt, also 3 sind schon auf der Straße, mit den Tatverdächtigen 2 heute eingesperrt worden. 3 haben wir noch im Inneren der Wohnung gehabt und bei der Durchsuchung der Wohnung hat ein Kollege der Sonderermittlungsgruppe Georgier die Kassentür aufgemacht und hat gesagt zu uns, da sind sie drin. Momentan waren wir geschockt, weil wir das nicht glauben konnten. Na, ich sag's euch, da sind's drin. Und tatsächlich, die beiden Geigen sind drinnen gehangen, Geigenbögen waren auch vorhanden, auch die Zertifikate. Ich war auf der Musikuniversität, ich hatte gerade eine kurze Pause, weil eine Schülerin ausgefallen ist und bin eigentlich gerade ein bisschen spazieren gegangen. Und dann kam dieser Anruf am Handy. Ja, wir haben mit ziemlicher Sicherheit ihre Geigen. Und wo können wir sie abholen? Und dann habe ich einfach dort gewartet auf der Straße. Dann kamen die mit Blaulicht und allem und haben mich da eingesammelt. Altenburger wird zur Wohnung der Verdächtigen gebracht und soll die Geigen an Ort und Stelle identifizieren. Wie ich sie gesehen habe, also es war irgendwie ein bisschen ein skurriles Bild. Sie haben sie ja in einem Schrank aufgehängt. Also da war noch ein Hemd von mir, ist auch gehangen. Und daneben die beiden Geigen auch auf so Haken gehangen. Aber total unversehrt und friedlich sind sie dort gehangen. Also es war ein sehr eigenartiges Bild, ja. Christian Altenburger stammt aus einer Musikerfamilie. Sein Vater war Vorstand der Wiener Philharmoniker. Er selbst begann schon als Kleinkind Geige zu spielen. Bei diesen Aufnahmen war Christian Altenburger 16 und hatte gerade mit der Schule aufgehört, um sich ganz der Musik zu widmen. Das ist bis heute so geblieben. Es ist ja so, dass das nicht ein Beruf ist, den man als Gelderwerb macht, sozusagen, sondern es ist etwas, das einen eigentlich
immer beschäftigt. Und also sonst kann man es auch nicht so gut machen. Man kann nicht Musiker sein und das in der Früh aufdrehen und am Abend abdrehen, das geht nicht. Und dann sind natürlich Zeiten wie, wenn jetzt ein großes Konzert bevorsteht oder irgendeine große Aufgabe, wo man halt auch Ruhe braucht oder vielleicht auch einmal, ich weiß nicht, ein bisschen gereizt ist oder irgendwie, also es braucht schon Verständnis von der Umwelt. Ja. Die Geigen befinden sich jetzt an einem geheimen Ort und Christian Altenburger muss darüber nachdenken, wie er den ihm liebsten Besitz künftig noch besser schützen kann. Natürlich habe ich die Geigen vermisst. Ja, also die Geigen sind, wie ich ja schon öfters gesagt habe, eigentlich meinen vor allem die Stradivarien ein Begleiter durch mein ganzes Leben. Und ja, ich habe sie sehr vermisst. Ja. Alles gut gegangen für Christian Altenburger.